Bevor es losgeht, Freunde, 23.30 Uhr bin ich wie immer auf Twitch live und wir gehen mal rein und gucken, was heute so rauskommt. Ja, ich weiß nicht, aber Shiago macht irgendwie dieses Jahr jetzt schon alles richtig, was er richtig machen kann. Der probiert sich aus. Der macht einfach, glaube ich, worauf er Bock hat. Wir hatten einen Rage-Song, der, glaube ich, sogar auf 1 gechartet ist, was, glaube ich, auch echt stark für so ein Genre ist, sag ich mal. Und heute haben wir einfach Mark Forster Comeback mit Skirt Cobain. Wie kommt man da drauf? Okay, Skirt Cobain, Skirt, kennen wir auf jeden Fall unter anderem von einem Song mit Levin Liam oder von Young Hoon zum Beispiel, aber auch Solo-Songs natürlich. Und Mark Forster, ich habe das Gefühl, ich habe den nie so wirklich verfolgt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich damit irgendwie, ja, wo ich den mal gesehen habe, war bei Julian Bam. Im Video. So, und das war's auch, ne? Und ja, und Shiago. Das Ganze heißt Schwarzer Toyota, ist produziert von Nilly. Mixmaster ist von Nilly bzw. Lex Barkey. Es wird hier auf jeden Fall etwas sehr, sehr Bekanntes gesampelt. Mal gucken, wer von euch direkt drauf kommt und dann gehen wir da drauf ein. Schwarzer Toyota. Was stand da? Was stand da? Was stand da? Ja, also in letzter Zeit finde ich, bei Videos sind immer mehr Details eingearbeitet. Ist euch das mal aufgefallen? Jetzt, wie gesagt, bei Azu zum Beispiel, nee, beim Shabab war das, von Icon, da war ne, so eine schöne Liste mit Songs und so weiter. Und jetzt hier haben wir Mark Forst, hat nur 4 Sterne von 5. Okay, na schade. Wackeldackel auch am Start. Oh. Schwarzer Toyota, Gucci Polo Rosa, Ziele nur auf Raves, doch ich tanze. Okay, ich glaube also, wer es jetzt nicht erkannt hat, der hat, glaube ich, mit Rap, sag ich mal, 2010 oder 2012 oder irgendwie sowas wenig zu tun gehabt. Und zwar der Song Love Sosa von Chief Keef natürlich, der von der Thematik, glaube ich, auch das komplette Gegenteil von dem ist, was die machen werden. Ne? Okay, der Beat erinnert mich so ein bisschen an diese gechoppten Beats von Lucid Beats bei UFO, ne? Diese wunderschön gechoppten Dinger. Toyota, Gucci Polo Rosa, sie will nur auf Raves, doch ich tanze nicht zu Goa. Mani Pullover, der ist nicht vom Flohmarkt. Ey, also würde ich, sorry, ne, aber Mark Forster hat wirklich genau die Musik gemacht und eigentlich auch das präsentiert, so was ich halt gar nicht höre. Also wirklich das komplette Gegenteil. Und ich frage mich jetzt gerade, ich finde es geil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass er auch in dieser ganzen Szene so generell sehr, ja, sehr vermiemt wurde und so, ne? Also eher lustig drüber gemacht wurde. Und ja, ist eigentlich ein stabiler Künstler, was jetzt, sag ich mal, seine Zuhörer und so angeht, ne? Also er hat ja schon sehr, sehr viele große Fans und so. Von daher ist schon, also ich glaube, manche Leute hatten auf TikTok, glaube ich, geschrieben, dass sie Mark Forster cool gemobbt haben. What the fuck? Auf dem Sofa, du fährst mit Dubai Exig zur Arena in Hannover. Wo okay. In Europa, wir ernten im Oktober. Kann ich auf deinen Gig, denn ich fühle mich viel. Scheiße, das ist schon Kopfnicker, muss ich sagen. Das ist schon angenehmer Wackelismus, ist vorhanden. Soda, ey, wenn ich will, steht hier morgen neuer SUV. Da weil ich chill, kennt mich jeder Makler West Berlins. Warte mal, wer, den kennt man doch auch. Wer war das nochmal? Den kennt. Ah, ja. Ich muss sagen, es klingt angenehm. Der Beat ist für mich lecker, einfach Kopfnicker, aber gerade mit dieser Melodie, die so gechoppt ist, halt kurze Erklärung, wenn du einen Teil von einer Melodie nimmst und den halt öfter hintereinander packst, ist halt so choppen. Weil ich chill, kennt mich jeder Makler West-Berlins. Kann nichts dafür, dass mich deine große Schwester liebt. Okay, was, jetzt geht er auch noch auf Schwester, oder was? Okay, Marc, nicht direkt übertreiben, ja? Nicht direkt übertreiben. Kann nichts dafür, dass mich deine große Schwester liebt. Es ist nicht krass, wenn du in der Wüste. Schwarzer Toyota, Gucci Polo Rosa. Sie will nur auf Raves, doch ich tanze nicht zu Goa. Mani Pullover.
Rover. Es ist schon ein chilliger Song, hätte ich jetzt auch irgendwie nicht mit gerechnet, ne? Ich habe extra, ich glaube, ich habe, wie gesagt, ich wusste natürlich, wie gesagt, dass das gecovert wurde, das Sosa. Das hat man auf TikTok, glaube ich, mal in so einem Trailer kurz gesehen. Ah, ich habe den vielleicht einmal, vielleicht zweimal höchstens irgendwie angeteasert und direkt wieder weitergemacht, weil ich will das einfach nicht mehr. Ich habe mir zu viele Sachen in der Vergangenheit damit kaputt gemacht. Chillig. Sie will mit uns hängen, deshalb steht sie nach der Show da. Bin neu in dieser Branche, bekomme ein... Ah, ich habe gerade ganz kurz bei Chiago im Livestream vorbeigeschaut. Sein nächstes Album wird wohl sehr abwechslungsreich. Also eher weniger, es wird zwar Abtempo drauf sein, aber wohl weniger und dafür mehr Verschiedenes. Finde ich geil, weil er ist in der Position, auch andere Sachen zu pushen und zu machen einfach. Sieht man ja jetzt, wie gesagt, an Rage. Von daher ist der beste Zeitpunkt, muss man einfach sagen, ne, dafür. Eine Chance, danke Skirt Cobain, dass du auch Newcomer Support hast. Kuss mein Gegner. Ist das eigentlich ein Meme oder was mit Newcomer Support ist? Sagen die Leute das irgendwie zu Chiago oder was? War ein Fehler, Skirt und ich zum Spiel. Ah, das ist doch immer noch die Maske aus Zornig. Oder nicht? Die sieht schon ziemlich cool aus, Mann. Hat wohl eine Freundin von ihm, glaube ich, gemacht oder irgendwie sowas. Marc war kurz mein Gegner, doch das war ein Fehler. Skirt und ich zum Spieler, Sosa Foster, unser Trainer. Okay, habe ich da eine Promo nicht mitbekommen oder so? Marc war kurz mein Gegner. Haben die sich gefrontet oder so und danach irgendwie entschieden, den Song zu machen oder was? Habe ich nichts von mitbekommen, ne? Fuck. Hab mir Asset grad besorgt, bei S-Bahn, Messe Nord. Echt, das Spiel ist live, entsteht ein Hexenkessel dort. Von wegen, es geht ab. Das Ding ist, ich glaube auch, andere Songs außer jetzt, hat sich ja schon bewiesen mit dem Rage-Song, aber ich finde, er hat halt einfach eine besondere Stimme, ne? Von daher glaube ich auch, dass andere Songs einfach, das wird auch funktionieren, denke ich, ne? Solange er, wie gesagt, er selber bleibt, immer noch diesen Humor natürlich dabei hat und so weiter, ja, wird das schon klappen, ne? Wenn du Lamas performst, von wegen geht es ab. Warte, was? Von wegen es geht ab, wenn du Lamas performst. Von wegen, es geht ab. Wie Sticker. Von wegen geht es ab, so wie Pfade im Forst. Schwarzer Tod. Wie Pfade im Forst. Gehen diese ab, also ab nach oben? Oder ab oder auf Englisch? Ich bin zu dumm. Schreibt's mir in die Kommentare. Toyota, Gucci Polo Rosa. Sie will nur auf Raves, doch ich tanze nicht zu Goa. Mann, Pullover. Ja, was hat er denn auch noch gegen Goa, Alter? Das ist ein Rundumschuss hier, habe ich das Gefühl, ja? Er ist auf Schwester. Der ist nicht vom Flo. Hart, ja? Sie will mit uns hängen, deshalb steht sie nach der Show da. Ja, ja, wichtig, wichtig. Hände schütteln. Achtung, dieses Objekt ist ein. Ich find's witzig, dass die so sein Image so ein bisschen umgedreht haben, so. Und er halt jetzt schon so ein Player ist, ja. Finde ich irgendwie geil. Ist der größte Switch, glaube ich, für dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Also, meint ihr, Marc Forster kommt jetzt zurück mit noch mehr oder was? Ich bin gespannt, Alter. 23.30 Uhr, wir sehen uns live, wenn ihr Bock habt. Ansonsten schönen Abend euch. Peace.